Ein Halblingsmädchen mit zerzausten Zahn und staubiger Rasekleidung kaut auf ihrer Schreibfeder. Ein Blick, wie formuliere ich das? Ah, ich hab's. Sie kritzelt tatsächlich etwas in ein Notizbuch, mit den Versen gefüllt ist. Hebt einen Blick und kritzelt dich breit an. Oh, hallo. Erzählt mir von euch. Was wollt ihr wissen? Wo kommt ihr? Wie seid ihr Baden gewählt? Puh, ganz schön viel Text. Wo kommt ihr her? Ich bin von überall. Ich wurde von Galt geboren. In einem winzigen Dorf, das nicht mal auf die Karten zu finden ist. Ohne meinen Lehrer würde ich immer noch dort leben. Ziegen melken, Rüben ziehen, Schnaps trinken, Kinder kriegen und Bücher nur als Zunder verwenden. Wer war euer Lehrer? Ein wahrer Heiliger. Er hatte einmal einen hohen Posten in der Hauptstadt in der Kirche von Schellen. Egal. Aber er bekam Ärger mit den Behörden und ging freiwillig ins Exil, das winzigste gottverlassene priesterloses Dorf, das er finden konnte. Das Dorf, in dem ich geboren worden bin. Ja, willkommen im Rollenspiel. So viel zum Thema Text, ich weiß. Er wollte eine Schule eröffnen, aber die Dorfbewohner haben ihn nicht gelassen. Du kannst uns heilen, so viel du willst. Aber setz unsere Kinder bloß keine Ideen in den Kopf. Das legt sie nur von ihrer Arbeit ab. Ja, wie kann er auch nur. Aber er hat mich trotzdem unterrichtet. Heimlich. Er hat mir das Lesen beigebracht, das Schreiben hat, er hat mir Bücher gegeben, Gedichte, Legenden. Er war es, der mir von den Erzrittern von Avistan erzählt hat. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich auf eine Reise gehe, hat er mir einen magischen Ring gegeben, damit ich Shelin mich vor Schaden bewahrt. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich zu Hause fortgelaufen bin. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich bitte Shelin jeden Tag, mir ein langes Leben zu schenken und neue Schüler. Erzritter von Avistan, wissen denn die? Oh, ihr habt noch nie von denen gehört. Wie kann ein Held eine der epischsten Geschichten seit Anbeginn aller Geschichten nicht kennen? Ich werde nicht vorgreifen. Ihr solltet es besser selbst lesen. Jedes einzelne Kapitel. Ihre Abenteuer haben mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, eine Heldenmission auszuziehen und darüber zu schreiben. Und nun seht mich an. Hier bin ich auf einer Heldenmission. Und wie seid ihr in Baden geworden? Als ich erkannte, dass es für mich zu Hause nichts gab, als Radieschenbeete, beschloss ich vorzugehen. Eine fahrende Buchhändlerin kam zufälligerweise vorbei. Tessie, die Schreibfeder. Nun, ich habe mich an sie geheftet wie eine Kette und keine Ruhe gegeben, bis sie mich als Lehrling aufgenommen hat. Gemeinsam sind wir überall hingereist, nach Brevoy, nach Taldor, sogar nach Ustalav. Und dann erfuhr ich von der Akademie der großen Künste in Pitax und dachte, ich lese so gern Geschichten, da kann ich gewiss auch lernen, sie zu schreiben. Ich wurde gleich aufgenommen und bekam sogar ein Stipendium. Gut, dann haben sie mich rausgeworfen. Aber es ist schon in Ordnung. Die wichtigsten Sachen hat man mir schon beigebracht. Und nun, mit Shelins Hilfe, komme ich an eine zurecht. Alles klar. Betet ihr Shelin an? Ja, ich will den anderen Göttern nicht zu nahe treten, aber sie ist die wichtigste von allen. Die ganzen anderen Götter bewachen die Welt, wie sie ist. Aber nur die ewige Rose, die Göttin der Schönheit, ruft uns zu uns. Ruft uns zu der Welt, wie sie sein sollte. Warum ist eure Kleidung schmutzig? Ach, sie winkt ab. Vergesst es, ich kann kein Geld auf mein Aufsehen vergeuden. Ich kaufe lieber Bücher. In 100 Jahren, wenn die Leute meine Werke lesen, werden sie die Frage, ob die Autorin Löcher in den Ärmel hatte. Vernünftiges kleines Mädchen. Ich möchte euch noch was anderes fragen. Ihr kommt aus Pitax. Erzählt mir davon. Oh, ich liebe Pitax, auch wenn sie mich rausgeworfen hat. Eine Stadt der Freude. Wie ist das Leben dort? Eigentlich war Pitax immer ein einziges riesiges Nest von Dieben. Die Stadt hat schon immer Banditen, Flusspiraten, Schmugglern, Hehlern, Falschspielern ein Zuhause geboten. Aber das war, bevor Rovetti König wurde. Und mit ihm begann ein völlig neues Leben. Was wisst ihr? Ah, verdammt, den Teil hätte ich noch lesen können. Schade. Zumindest auf YouTube könnt ihr das mal kurz pausieren. Was wisst ihr über Rovetti? Moment. Haha, nein. Irovette wollte schon immer die Geschichte schreiben. Aber nicht bloß als bloßer Bandit mit Krone, auch wenn er genau das ist. Haha. Er wollte in Jahrhunderten als großer Kunstmäzen verehrt werden. Also hat er die Akademie der großen Künste gegründet und viel Gold ausgegeben, um die besten Künstler, Dichter und Musiker zu versammeln. Die allerbesten haben sich natürlich geweigert, aber er hat gewisserweise bekommen, was er wollte. Während Pitax 101 als Schnapstheke für Diebe war, ist es jetzt ein Kabarett. Er hat seine Krone beim Kartenspiel gewonnen. Was ebenso viel über Pitax aussagt wie über ihn. Er ist unfassbar gerissen. Einige Betrüger, die ich kenne, haben mir Details erzählt. Ab dem Augenblick, in dem er aufgetaucht ist, hat er Dinge getan, über die alten Meister in der Stadt nur den Kopf schütteln könnten. Unter seiner Führung ist Gold nach Pitax geströmt. Und außerdem ist er unglaublich unvorstellbar, unsäglich dekadent und hochnäsig. Sich mit Huren im Wirtshaus zu betrinken, ist nicht Lord Irovetti's Stil. Nein, er hat höhere Ziele. Sich als männliche Kalistra zu verkleiden, mit goldenen
Kapsel und eine dreiwöchige Orgie abzuhalten, bei dem auf den Dächern getanzt wird. Paraden und öffentliche Hinrichtungen stattfinden, ein Wettbewerb um die beste Ode, den ganz großen, einzigartigen König. Das ist eher seine Sache. Erzählt mir doch mal von der Akademie. Ach ja, er singt auch gerne, bah, und er befiehlt seine Wachen, die Bürger für seine Auftritte zu versammeln. Möge Schilling Gnade mit den Zuhörern haben. Schön, Scherz beiseite. Ich bin froh, dass er ihre Wette es gebaut hat, nur es hat keinen Geschmack. Null, absolut keinen. Er mag seine Kunst. Laut, grell, bombastisch und vor allen Dingen als Glorifizierung seiner königlichen Majestät. Er hat den besten Kohlezeichner entlassen, weil er kein Geld für graues Gekritzel ausgeben wollte. Eine grandiose Flötistin aus Tianxia hat er gefeuert, weil sie zu leise gespielt hat. Stattdessen die Begründung eines Paukenkurses angeordnet. Er hat sogar die Akademie befohlen, mich rauszuwerfen. Weshalb? Wegen eines unschuldigen Limericks. Wollt ihr an die Akademie zurückkehren? Ich würde gerne zurückkehren, aber unter einer Bedingung, wenn sie 3/4 der Professoren hinauswerfen, die dort unterrichten, und alle zurückholen, die sie verbannt haben. Wenn ihr mich gefragt, ich bin stolz, dass ich hinausgeworfen wurde. Wurde meine Kunst ihre Wette gefallen, hätte ich Grund, mich dafür zu schämen. Solange mittelmäßige Stiefelecker in der Akademie sitzen, die Künstler mit echtem Talent auf der Straße betteln, setze ich keinen Fuß über die Schwelle. Mädchen. Die hat auf jeden Fall Prinzipien. Ja, da reden wir doch mal über was anderes. Erzählt über das Buch, was ihr da schreibt. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ihr habt schon einige meiner Grobfassung angesehen, nicht wahr? Es ist nur ein Buch über euch und eure Abenteuer. Ich schreibe die ganze Wahrheit, genau wie es geschehen ist. Nun ja, die künstliche Wahrheit. Keine Geschichte ohne Ausschmückung. Warum schreibt ihr es? Als ich an der Akademie war, hatte Eobald, der Einsichtige, seinen Literaturkurs mit folgender Frage begonnen. Was ist eine Person? Und er hat geantwortet, eine Person ist ein geschichtenerzählendes Tier. Unsere Welt besteht nicht aus Dingen, all diese Wälder, Meere und Städte. Sie besteht aus Geschichten über diese Dinge. Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen und die wir einander erzählen. Überlegt einmal, es werden Jahrhunderte vergehen und es wird kein Ich mehr geben. Kein Euch. Alle unsere Untertanen werden längst fort sein. Aber ihr und ich, wir werden in den Erinnerungen der Leute weiternehmen und ihre Taten beeinflussen, dank dieses Buches. Also, liebe Leute, Bücher sind wichtig. Lest mehr. Nehmt's mir nicht übel, aber allzu sprachgewandt seid ihr nicht. Nein. Euer Buch ist voller Inkonsistenzen. Und was für ein Charakter bin ich? Ehrlich gesagt, hatte ich wenig Angst davor, einem echten Helden zu begegnen. In den Büchern beschützen sie immer die Schwachen und Armen. Aber was ist im echten Leben? Aber ihr habt alle meine Ängste beiseite gefegt. Ihr seid ein wahrer Held, genau wie die Legenden. Meine neue Angst ist es, dass meine Leser in 100 Jahren sagen, dass jemand wie ihr nie existiert haben kann und ich schreibe die Wahrheit. Ihr seid wie eine Naturgewalt, wild und unberechenbar. Ihr seid voller Überzeugung. Ich könnte mir einen Protagonisten wie euch kaum ausdenken, auch wenn ich mich so sehr bemühe. Habt ihr was dagegen, wenn ich das Werk vorab lese? Nun, es sind nur Entwürfe, aber ihr dürft sie natürlich gerne lesen. Bedingt nur, dass ich keinen einzigen Buchstaben ändern werde. Auch nicht, wenn euch nicht gefällt, was ich schreibe. Aber also fragt gar nicht erst. Natürlich ist dieses Buch das Buch über euch, aber es ist mein Buch, verstanden? Sie funkelt. Solange ihr die Wahrheit schreibt, habe ich keinerlei Einwände. Schreibt, was ihr wollt. Ich bezweifle, dass ihr mich diffamieren würdet oder übermäßig glauben. Schreibt, was ihr wollt. Es ist euer gutes Recht. Aber ich werde entscheiden, ob euer Buch im Land erlaubt ist. Man wird euch wegen Taten erinnern, nicht wegen des Buches. Ich habe kein Interesse an Zensur. Jede Geschichte über mich ist willkommen, solange sie interessant ist. Ich würde gerne ein Wörtchen mitreden, was meine Biografie angeht. Natürlich könnt ihr schreiben, was immer ihr wollt, aber vielleicht wisst ihr auch, was Autoren passiert, die ihre Herrscher verärgern. Naja, wir sind ja im Moment noch rechtschaffen gut. Von daher bleiben wir weiter in die Richtung. Ich schwöre es, legt ihre kleine Hand auf die Wahrheit, die reine Wahrheit und nur ein klitzeklein wenig Fantasie von der Übertreibung. Ach, ich mag sie. So. Erzählt mir von eurer Freundschaft mit Essie Federkiel. Was gibt's dazu zu sagen? Die Bücher haben meine Reiselust geweckt und doch dank Tessie konnte ich aus dem Dorf entkommen. Zunächst hat Tessie vergeblich versucht, mich loszuwerden, aber später, als ich ihr sagte, ich würde in Pittax bleiben, hat sie sogar eine Träne vergossen. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Was hat es mit dem Ring auf sich, den ihr am Finger tragt? Ach, der. Sie hält den Arm hoch und zeigt den Ring genauer. Er war ein Geschenk meines ersten Lehrers. Er ist magisch, er trägt sogar die Kräfte Shellins in sich. Wenn ich die Schwierigkeit gerade transportierte, bin ich an einen sicheren Ort. Also seid bitte nicht sauer auf mich, wenn ich plötzlich aus dem Kopf verschwinde. Ich warte dann hier auf euch. Versprochen.
geht und kehrt nie wieder zurück. Ich will euch nie wiedersehen. Nein, ich muss jetzt gehen. Brecht nur nicht ohne mich auf. Ich könnte natürlich auch einfach aufschreiben, was ihr mir berichtet, aber würde das in einem staubigen Zimmer festsitzen wollen, könnte ich doch der Akademie die Vorlesung schlafen. Oh, die hat den Spirit erkannt. So, kann ich mit dir nochmal kurz reden? Guten Tag, ich hoffe, es geht euch nach dieser gut nach der Schlacht. Ich kann nicht genug danken. Ich will euch wirklich nicht aufhalten, aber falls ihr kurz Zeit erlaubt, hätte ich eine kleine Bitte. Was wollt ihr mich fragen? Das ist eine sehr persönliche Bitte und vielleicht ist sie eurer wertvollen Zeit ja gar nicht würdig. Ich würde es absolut verstehen, wenn ihr ablehnt. Aber als die Handlanger des Hirschkönigs das erste Mal hierher kamen, um Geld zu verlangen, nahmen sie mir auch meinen Ehering. Sie riesen einfach meine Hand. Er ist ein wertloses Spuckstück, aber bedeutet mir sehr viel. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als Oleg mir diesen Ring an die Hand zu mir kam und mich fragte, ob ich ihn heiraten würde. Stand mit meinem hübschen Kleid auf der Treppe des Hauses meines Vaters und fürchtete, ich hätte mich verhört und könnte etwas Dummes sagen. Und alle würden über mich lachen. Solltet ihr meinen Ring unter den Habseligkeiten der Banditen finden, bringt ihn mir bitte zurück. Es ist leicht zu erkennen, auf der Innenseite ist mein Name eingraviert. Da wäre noch etwas. Unter den Banditen ist eine dunkelhaarige Frau mit zwei Äxten. Sie ist keine schlechte Kämpferin. Im Gegenteil, sie ist äußerst gefährlich und grausam. Aber bitte, ich flehe euch ein, verschont sie, wenn ihr die Chance dazu habt. Ja, ich glaube, wir helfen ihr mal gerne. Ich bin eure Hilfe sehr dankbar. Erzählt mir von euch, wo hattet ihr und euer Gemahlin Mutti Robler einen Handelsposten zu errichten? Das war Olegs Idee. Ich habe ihn darin bestärkt. Allerdings war uns nicht klar, wie gefährlich es hier ist. Restauf rezipieren wir die Schwertfürsten, respektieren alle die Schwertfürsten und verlassen sich auf sie. Schon die bloße Erwähnung von jemandem wie Lady Yamandi kann ausreichen, um die Beuteschneider zu verscheuchten und Probleme zu vermeiden. Das funktioniert sogar hier in gewisser Weise, allerdings nicht mit den Männern des Hirschkönigs. Was könnt ihr uns darüber erzählen? Es ist kein gewöhnlicher Banin, wenn ihm niemand das Handwerk legt und wird er die Hauptlande in seinem persönlichen Königreich verwandeln. Königreich der Angst und Unterdrücken. Das wäre ein Königreich der Gesetzlosigkeit. Sobald ihr Hirschkönig das Handwerk gelegt ist, wird sich euer Leben verbessern. Ich mag Abenteuer mehr, aber ich bevorzuge bei denen, wenn Schurken Handwerk legt und Leuten hilft. Die Angst schwimmt stets im Kielwasser der Nacht. Es wäre naiv zu glauben, dass sich Hirschkönig von anderen Herrschern unterscheidet. Man kann im Leben Angst verbreiten und sich selbst fürchten, aber ich bin lieber der Gefürchtete. Ich werde mich um die Hirschkönig kümmern, solange seid unbesorgt. Ja, das Leben wird sich schon verbessern. Ich kann euch gar nicht genug für die Hoffnung danken, die ihr mir gebt, aber bitte seid vorsichtig. Hirschkönig ist äußerst gefährlich. Na gut, dann muss ich mal weitergehen. So. Ah, guck mal, Blutasche. Ich kann sogar ein Stückchen näher ranzoomen. Oh, oh. Ist das putzig? So, Oleg, ich möchte gerne dir deinen Scheiß wieder verkaufen. Seid gerüßt. Diese Tunichgute habt ihr ordentlich geprüft. Gerupft. Aber egal, neuer Tag, neue Probleme. Habt ihr den Nebel gesehen? So etwas habe ich nie erlebt. Die Straße nach Ristov sieht aus, als hätte jemand Milch verschüttet, die nun in der Luft schwebt. Ich habe in dieser Suppe rein gar nichts gesehen, nicht einmal mit einer Fackel. Wenn ihr mich fragt, ist das Hexerei. Das ist garantiert das Werk des Hirschkönigs. Angeblich hantiert er mit einer der bösen Zaubern. Zeigt mir eure Waren. Für jemanden wie euch ist nicht zu gut. Ja, weil ich habe da... Zack. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Knüppel will ich auch nicht. Komm, den Scheiß will ich auch weg haben. Den behalte ich mal. Die ganzen Lederrüstungen. Was ist das? Ein Resistenzumhang. Stimmt, die Armschienen könnte ich mal anziehen. Die ich hier irgendwo rumliegen habe, glaube ich. Da ist er. So. Gesegneter Siegelring. Den behalten wir mal. Den Silberring können wir verkaufen. Den Forschergürtel, den behalten wir. Da haben wir die Rüstungsarmschienen, die wollten wir noch benutzen. Das behalten wir alles. Da haben wir nichts. Was bist du? Eine Pyrit Porsche. Ich brauche kein Schmuckstück. Das Ding brauche ich nicht. Goldener Tand, weg damit. Silberne Scheibe, weg damit. Weihrauch, ciao.
Eine Perle brauchen wir auch nicht. Und Silberlöffel können auch nach Hause. Frischkäse, Gemüse, Käse, Zwiebeln. Das Zeug behalten wir mal für den Fall, dass wir es irgendwie brauchen. Und zack, wieder 700 Gold. Gleich können wir uns die große Rüstung leisten. Yeah, sehr geil. Alles nur, indem wir Leute plündern. Mal gucken, da steht wieder Bock rum. Wo stehen denn die anderen rum? Da oben ist nix. Ja, klar, die Barbaren verprügelt wieder Trainingsgruppen. Wir unterhalten uns. Sie seufzt erschöpft. Also raus damit, ich höre. Wir unterhalten uns nur. Gefällt es euch nicht? Sie zuckt mit den Schultern. Vielleicht lockert sie ihre Muskeln. Vielleicht will sie auch noch Verschweigen überbringen. Weiß nicht, gesteht sie schließlich. Kommt drauf an, worüber wir reden. Wenn es um Monster oder Schwerter oder Narben geht, gerne. Das ist gut. Wenn ihr Fragen stellen wollt, warum und wozu und wie, vergesst es. Oder habt ihr noch schwierige Farben? Das ist ein Schwert. Ein schönes Schwert. Und das ist keine einfache Wache. Seht nur, wie groß sie ist. Sie hebt stolz die Klinge und die merkt, dass andere trotz ihrer gewaltigen Kraft Schwierigkeiten hat, so ein großes Schwert zu führen. Dieses Schwert hat einen echten verfluchten Frostriesen gehört. Ich habe das Ungeheuer getötet und mit diesem Prachtstück geschnappt. Passt perfekt zu mir, meine verdammte Trophäe. Hier ist Augen blitzend bedrohlich, als wollte sie unsichtbaren Feind in Macht versuchen, die Trophäe abzunehmen. Gut. Ich frage gar nicht nach ihr. Weil sie will ja eh nicht reden. Reden, weil töten wir stattdessen noch ein paar Monster. So, ist niemand, glaube ich. Nope. Oh, ein Hund. Hund. Da ist noch ein Hühnchen. Komm raus, Hühnchen. Süßes Hühnchen. Da haben wir diesen Brunnen. Schauen wir da oben mal nach. Eine Person fehlt doch noch. Die Angeln des Tores sind verbogen, die Riegel gebrosten. Jemand sollte offenbar nicht, dass dieses Tor geschlossen wird. Ja. Eine Person fehlt auch noch. Mit der kann ich nicht reden. Na ja, gut. Ach, das ist der Nebeltier. Schlange! Hier oben habe ich schon hingeschaut, oder? Hier oben war nichts. Ja. Valerie steht da unten. Okay. Da bin ich, habe ich sie einfach nicht gesehen. So. Seid gegrüßt. Ich hoffe, alles in Ordnung. Ich bin bereit für neue Befehle. Erzählt mir mal von euch. Was genau wollt ihr wissen? Ich wurde in eine adlige Familie geboren. Ich blieb aber nicht lange auf dem Gut. Mein Vater schickte mich in den Orden der Ewigen Rose. Doch ich verließ ihn, als ich erkannte, dass er nicht meine Grundsätze teilt. Woher kommt ihr? Ja. Warum wurde ihr zum Paladin Orden der Ewigen Rose geschickt? Ach, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich von frühesten Kindern war ich von frühester Kindheit an von Massen an Dienern und Ammen umgeben, die nie aufgehört haben, meine himmlische Schönheit zu preisen. Die Paladine von Sherlin, die regelmäßig unser Haus verkehrten, taten es ihnen gleich. Am Ende siegte die einhellige Meinung aller anderen über die Vernunft meines Vaters. Als ich 6 Jahre alt wurde, brachte man mich zur Kirche von Sherlin und sagte mir, dass sie das war mein Zuhause. Aber bemitleidet mich nicht, ich bitte euch, viele dieser Geschichten hören, gehen sofort davon aus, dass meine Eltern grausam waren, keine Liebe für ihr Kind empfanden. Meine Eltern hatten Respekt vor mir. Sie haben mich etwas gelehrt, was mich mein ganzes Leben lang unterstützt hat. Selbstachtung. Außerdem haben sie mich nie im Stich gelassen. Alle 6 Monate kamen sie mich im Orden der Ewigen Rose besuchen. Wir tranken Tee und hatten dann eine Stunde Zeit, um uns im Garten spazieren zu gehen. Dann gingen sie wieder, wie es die Etikette erfordert. Was hat man euch im Orden gelehrt?
Verschiedenes. Einiges davon hat mich angesprochen, anderes konnte ich schlicht nicht akzeptieren. Die körperliche Übung, der Schwertkampf macht mir Freude, aber die Kunst, Kalligrafie, Malerei, Poesie, die endlos viele andere Möglichkeiten seiner Zeit zu vergeuden. Ich wusste wohl tief in meinem Innersten, dass ich nie ein echter Paladin verschlingen werden würde. Das Schwert hat sich in meiner Hand schon immer viel natürlicher angefühlt als ein Pinsel. Und warum habt ihr den Orden dann verlassen? Wegen meiner himmlischen Schönheit, Valerie verzieht wieder das Gesicht. Laut Chelines Gesetzen ist jede Kunst heilig, in jeder Form. Wer es wagt, ein Gemälde, eine Skulptur oder ein Gedicht zu beschädigen, wird schwer bestraft. Auch wenn sich zum wertlosen Schund gehandelt haben mag. Mein Aussehen hat schon immer für ungewollte Aufmerksamkeit der Pilger und Akolyten im Tempel gesorgt. Das erste mir gewidmete Gedicht erhielt ich, als ich 9 war. Der Verfasser war irgendein steinreicher alter Mann. Valerie presste angewidert die Lippen zusammen. Und das war erst der Anfang. Skulpturen, Bilder, Gedichte, ich bin förmlich darin ertrunken. Meine Bewunderer haben mich erdrückt und ich musste all ihren Tand respektvoll entgegennehmen. Die Kleriker des Tempels waren großmütig, denn meine Verehrer spendeten großzügig an die Kirche. Doch einmal ist mir der Geduldsfaden gerissen. Kaum unterdrückter Zorn funkelte in den Augen. Irgendein reicher Narr hat mir ein unfassbar schlechtes Gedicht gewidmet, das so dreist ist, mir persönlich vorzulesen und dabei meinen Ärmel festzuhalten. Es war spät und ich wollte nach einer langweiligen Unterrichtsstunde über Versform schlafen gehen. Ich verlor die Beherrschung und habe das Gedicht von seinen Augen zerrissen. Valerie hob stolz den Kopf. Die Paladine wollten mir eine Strafe auferlegen, ich weiß aber nicht mehr genau welche. Sie wollten, dass ich Buße tue, stattdessen habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Was habt ihr gemacht, nachdem ihr den Orden verlassen habt? Ich bin nach Restorf gegangen. Sie zuckt mit den Schultern. Ich wollte Chelines möglichst weit hinter mir lassen. Das Schicksal, das mir alle aufgezwingen wollten. Außerdem genießt der Schwertkampfschule in Restorf einen hervorragenden Ruf. Ehrlich gesagt, hoffte ich auf die Chance, von dem berühmten Dori-Meister zu lernen. Es zeigte sich jedoch, dass ihre Technik nicht zu mir passte. Sie lehrten ihren Schülern Kontakt zu vermeiden, während ich es vorziehe, um mein Schild zu heben. Doch meine Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie im Orden eben groß erlernt hat, reichten aus, um Schwertfürsten auf mich aufmerksam zu machen. Sie bot mir an, mich den Söldnern anzuschließen und den Schwertfürsten zu dienen. Ich willigte ein. So, wechseln wir mal das Thema. Ich will nicht unbedingt jedes Thema anreden, weil ich glaube, die Charaktere haben nämlich dann doch bestimmte Grundsätze, die über die Sachen, die sie nicht reden möchten.